da, vor uns liegt da. Groß und mächtig. Eiskalt. Eiskalt und ein Mythos. Der Baikalsee. Das Ziel unserer Traumreise. Jetzt haben wir ihn erreicht. Reinspringen und zurück ist das Motto. Wir haben es geschafft. Da ist er. Der Baikal. Vor 146 Tagen sind wir in Innsbruck los. Und 15.000 Kilometer später haben wir zum tiefsten und ältesten See geschafft. Unser erstes Ziel der Reise, das wir uns vorgenommen haben, haben wir somit erreicht. Und jetzt, wenn man einmal am Baikalsee ist, heißt es, sollte man reingehen. Auch wenn das Wasser bei 10 Grad sehr kalt ist und die Luft hier draußen auch nicht so warm. Aber nur einmal im Leben ist man da, denkt man sich. Wir haben übrigens einen schönen Platz direkt an der ersten Reihe ergattert hier. Also, ab geht's! Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. Возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния, но несмотря ни на что пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка, лишь у любви у нашей села батарейка. Yeah.
Moja Moja. Die Insel Alcon haben wir nun seit 2 Tagen verlassen und sind jetzt im Ort Chamanca am Fluss Irkut. Daher wahrscheinlich auch der Name Irkutsk. Und hier machen wir jetzt gleich eine schöne Radtour in der Natur. Hinter mir sieht man den Fluss. Auf den wollen wir dann morgen nämlich eine Kajaktour machen. Dazu versuchen wir morgen dann ca. 80 Kilometer oder so mit dem öffentlichen Verkehr flussaufwärts zu kommen in den nächsten Ort da. Und dann geht 2 Tage ca. 100 Kilometer auf diesem Fluss wieder hier zu unserem Buchanka, zum Oasek. Ja, da hinten machen sich auch gerade schon Jungs fertig. Die machen eine Rafting-Tour hier irgendwie. Aber das sieht eher, die weniger sportliche Variante, das sieht eher nach einer Sauftour aus. Aber ja, warum nicht? Auch nicht schlecht. Wetter ist ja herrlich. Da kann man natürlich auch auf dem Fluss ein bisschen was trinken und die Natur genießen. Ja, wir machen eine Radtour, packen dann unsere Sachen, dass wir morgen früh loskommen und diesen Fluss hier runterfahren können, 2 Tage durch die wilde Natur hier in Sibirien. Wir werden sehen, wie es klappt und wie es uns gefällt. Endlich geschafft, das Boot ist gepackt, man kann auch sagen überpackt. Völlig überpackt. Nach einigen Stunden mit dem öffentlichen Verkehrsmittel haben wir jetzt auch endlich die 80 Kilometer hier hoch geschafft und können starten. Dank einem netten Autofahrer, der uns dann per Anhalter mitgenommen hat. Weil der Bus einfach nicht gekommen ist. Weiß ich nicht. Im Busplan wird geschissen anscheinend. Also hat uns Alec mitgenommen für die letzten 18 Kilometer hier zu dem kleinen Zufluss vom Irkut. Muss jetzt den Namen leider passen, aber da geht es jetzt auch nur 1 Kilometer hier runter. Und dann kommen wir auf den großen Irkut, wo wir dann circa heute insgesamt die nächsten Tage, ob jetzt in 2 oder 3 Tagen, da schauen wir mal. Wir starten nämlich 3 Stunden später. Ja. Ja. Und jetzt können wir uns gleich erstmal ein Bierchen, wenn wir da unten am Irkut sind. Und ja, starten. Hoffen, dass das Wetter hält. Jetzt ziehen ein paar Wolken auf. Wir werden sehen. 95 Kilometer müssen es ungefähr sein bis zum Auto. Also, auf geht's! Paddel heil! Lagerfeuer haben wir anbekommen. Jetzt haben wir auch heute 40 Kilometer gemacht und ein schönes Plätzchen gefunden für die Nacht. Jetzt gleich ein Bierchen, ja? Wie war denn der erste Tag? Hi! Ja, Wetter leider nicht so mitgespielt. Aber es waren ja 2, 3 Stromschnellen drin, die jetzt gar nicht so ohne waren, oder? Nee, war. Aber haben wir eigentlich ganz gut gekriegt. Ja, und sind eigentlich für das, dass wir um 3 erst losgekommen sind, viel weiter gekommen, als wir da kommen. Ja, wie gesagt, 40 Kilometer. Jetzt haben wir morgen also, ungefähr 55. Doch, ab 2 doch schaffen. Ja. Jetzt gibt's gleich Bierle.
frische Zapft quasi, gefühlt. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Dann gibt's Abendessen und morgen geht's wieder rein ins Kajak. Genießen wir noch den Blick hier. Nächster Morgen, neues Glück. Heute ist das Wetter schon wesentlich schöner. Also schießen wir runter. Ab geht die Post! Синхір номін шарешні, сичхили в лихи зидиш Єзуві. Сумек царюн синхір номін шарешні, сичхили в лихи зидиш Єзуві. Endlich wieder Berge! Und wie man unschwer erkennen kann an dem Flötenspieler hier hinter mir, sind wir in der Republik Buryatien im Tunka-Nationalpark. Genauer gesagt im Ort Arshan. Und heute wollen wir mal wieder wandern. Das haben wir ja endlich mal wieder ins Gebirge geschafft. Und wir wollen heute den Pic Dubi besteigen. Übersetzt Gipfel der Liebe. Der ist knapp 2000 Meter hoch, ein bisschen drüber, 2100. Und wenn es dann geht, Informationslage und Routenplanung ist ja hier nicht so einfach, wollen wir am Kamm oben noch weitergehen bis zum Druschpa. Der ist dann 2500. Aber das müssen wir am Gipfel entscheiden. Druschpa heißt Freundschaft. Die Bergnamen sind in der ehemaligen Sowjetunion immer sehr schön. So, dann wollen wir mal starten. Circa 1300 Höhenmeter sind es jetzt. Auf wie auf dem Berg. Sagt auch er. Черемухи дыханьем.
Da ist er. Pic Loup V. 2100 Meter. 3,5 steile Stunden. Quasi senkrecht nach oben. Ja, mit Weg legen, anlegen. Wissen wir ja, haben sie nicht so. Naja, jetzt Gipfelbierchen. Da wäre der Duschbar. Und hier ist die wunderschöne wilde Bergwelt des Tunker Nationalparks. Heute geht's auf den Schapka Monomacha Gora. Knappe 700 Meter ist der hoch. Liegt da hinten ein Aussichtshügel über den südlichen Nationalpark hier am Baikalsee. Und da ist der Reka Snezhnaya, auf gut Englisch, Snowy River. Auf dem wir eventuell morgen dann eine hoffentlich nicht so schneereiche Kajaktour machen. Ulan-Ude, der Hauptstadt von Burjatien, sind wir jetzt angekommen und hinter mir die größte Porträtbüste der Erde. Und zwar der Gründer der Sowjetunion, Lenin, wird hier porträtiert. 7,7 Meter, werde ich hier sogar berichtet, Meter hoch und 42 Tonnen schwer. Nichts für jeden Schreibtisch, das Ding. So, jetzt schauen wir uns dann Ulan-Ude an. Und auch Burjatien dann noch ein bisschen. Thank you.
So, ein paar Tage sind vergangen. Hier noch ein kleiner Nachtrag von unserer letzten Nacht in Bojatien. Inzwischen sind wir hier an der Mini-Gobi, wie man sie nennt, in der Mongolei. Ja, jedenfalls in Bojatien die letzte Nacht war ziemlich beschissen. Da an unserem Schlafplatz am Fluss sind ein paar Jugendliche gekommen, weiß nicht, 5, 6, ziemlich betrunken und haben dann schon probiert ins Auto zu kommen, aber das habe ich zum Glück vorne abgeschlossen gehabt. Und dann wollten sie Geld und dann ging es los mit Diskussionen und aggressiv und alkoholisiert. Hat sich relativ schnell. Es waren drei Autos da, es waren keine 15-Jährigen. Nee, es waren schon. Ja, mit Autos halt. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt hauen wir ab, weil das bringt hier, also ist einfach, die ganze Situation hat sich hochgeschaukelt. Jedenfalls wollten wir dann losfahren. Und Wir haben da ständig an die Räder hinten versucht, die Räder runterzukriegen. Ja, und am Fahrradträger dann gehangen. Und dann sind wir losgefahren. Isabel war noch draußen hinten am Auto. Ja, und ihr hat halt wieder irgendwie rumgemacht am Auto und versucht dann die Schwanggurte aufzumachen. Ich habe dann gesagt, er soll abhauen und habe ihn praktisch so ein bisschen weggedrängt. Daraufhin hat er mir dann eine reingehaut und dann gleich am Boden gelegen. Ja, wie gesagt, Wenzel ist war im Auto noch. Und ja, spätestens da haben wir halt gedacht, dass wir jetzt echt schleunigst wegkommen sollen, weil das hat echt keinen Spaß mehr waren. Die einfach völlig gestört waren. Die, also ja, haben dann auch, einer hat schon versucht mit dem Auto uns den Weg dann zu versperren, wenn sie es dann zum Glück außen runterkommen. Ja, dann hat es aber immer noch nicht gereicht. Also wir sind dann im Hochgefahren, war ziemlich steil und ja, ziemlich scheiß Straße. Haben dann irgendwie gemerkt mittendrin, dass hinten die Tür offen ist. Ja, da hat der wahrscheinlich sowas von dran gehangen am Fahrradträger, dass die Tür hinten auf der Haupt ist, weil die war ja auch zugeschlossen. Haben dann die Tür wieder zugemacht und wir dachten eigentlich, ja okay, das war's. Aber die haben uns dann noch verfolgt, wie gesagt mit drei Autos. Wollten uns quasi vor der Straße drängen, haben uns vorne den Weg abgesperrt. Also ja, wie in einem scheiß schlechten Film. Also, ja, zum Glück hatten wir dann doch den Buchanka, der musste da ganz schön leiden auf den schlechten Straßen, haben wir den dann hochgeprügelt auf 80 und mehr über die Feldwege. Zum Glück hatten wir ihn aber, weil dadurch konnten wir halt auch mal einfach links, rechts ins Gelände ausweichen. Und ja, irgendwann sind wir dann losgeworden. Ja, aber der Buchanka hat sowas von nach Kupplung gestunken, halt noch nie gerochen sowas. Die Tür hinten ist jetzt im Endergebnis, war die oder ist sie immer noch völlig verzogen, kaputt. Hat jetzt so einen großen Spalt hinten drin. Ist halt nicht mehr beziehungsweise immer wieder aufgegangen jetzt halt, während wir fahren. Haben wir jetzt mit dem Spanngurt halt festgemacht hinten, dass er ein bisschen einigermaßen hält bis nach Ulan Bator. Und Isabels Hinterrad am Fahrrad war auch eine völlig verbogene Riesenacht drin, weil da hing er bestimmt dran, damit hat er das ganze, ja, war halt ziemlich beschissen. Die Sachen konnten wir jetzt Gott sei Dank mehr oder weniger in Ulan Bator reparieren. Die Kupplung haben wir noch eingestellt und das wird sauber gemacht. Und das ist einfach, jetzt läuft es wieder. Das war halt auch nur noch ein Spalt in der Tür. Richtig beschissen, dann bis Ulan Bator die 53 Kilometer, weil das hat halt einfach mit den Kuppeln, mit den Gängen natürlich auch nicht mehr gehauen. Das Fahrrad konnten wir reparieren lassen und die Tür wurde so weit eingestellt, dass sie zumindest jetzt zu ist und sie hier zu. Der Spalt ist noch da. Gestern hat es einen ziemlichen Regen gehabt, da hat es zum Glück nicht so wirklich reingeregnet. Überraschenderweise, keine Ahnung. Da müssen wir halt einfach was machen in Russland dann. Das heißt, wenn wir zurück in Russland sind, im Alltag werden wir wieder zu einer Werkstatt und die Sachen nochmal angucken müssen. Jetzt sind wir erstmal glücklich, dass wir weiterfahren konnten und die Reise so weit weiter geht und wir gesund sind. Ja. Also das ist der kleine Nachtrag von Bojatien, ein eher bescheidenes Ende.